Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play and Talk Atlas Fallen hier auf GenX Reloaded. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir stehen jetzt vor der Wahl, ob wir in diesem Gebiet noch die letzten Aufträge erledigen. Oder ob wir endlich nach Bastengard durchreisen. Oder das, zumindest das Tor. So, wir haben hier noch ein paar Sachen. Elite-Gegner. Dann haben wir noch die Habitat. Das ist ja keine Mission in dem Sinne, sondern ein Gebiet. Noch ein Schatzfund. Jo, und hier sind dann halt noch die grünen Geschichten, die wir hier einsammeln können. Und wo war das andere noch? Genau. Die sind wir. Ist noch kein. Hier noch so, es sind Steine. Belangsamende Wucht. Schlagen, Fall langsam getroffene Gegner 6 Sekunden lang. Der Effekt kann alle 25 Sekunden ausgelöst werden. Wir es übersehen. Ah, hier. Alten Erde. Gut, oder wir kümmern uns endlich um das. Ich denke, wir sollten uns weiter um die Hauptstory ein bisschen kümmern. Endlich können wir dieses Tor anheben. Wir sollten sicherstellen, dass wir hier alles erledigt haben, falls wir nicht wiederkommen. Bin mir sicher, dass wir das können. Ich spüre ein seltsames Phantom, das sich um den Amboss in der Nähe herumtreibt. Es könnte sich lohnen, dagegen zu kämpfen. Aber wir machen es so, wie du möchtest. Bist du bereit zu gehen? Es war nicht leicht, aber jetzt sind wir endlich da. Mal sehen, ob Arif die Wahrheit gesagt hat. So. Bro. Aber schon ein cooles Tor. Also, funktioniert es doch. Der wirkte äußerst überrascht. Ich wusste nicht, dass sich die Berge hier so weit erstrecken. Wir sind schon seit Stunden unterwegs. Kein Grund, sich zu beschweren. Wir haben Glück, dass der Gang nicht eingestürzt ist. Das Tor, es wurde... wurden bemerkt. No, verflucht. Was? Überlass mir das Reden. Sie kennt mich.
war so schön. Au! Autsch. Ja, sie scheint dich wirklich zu kennen. Gut, das habe ich wohl verdient. Aber lass mich ausreden. Arif, du hast uns enttäuscht. Du hast die Ritter im Stich gelassen. Und jetzt bringst du dieses Ding hierher zurück? Der Gauntlet ist fast komplett und er ist mächtig. So mächtig, Kendra. Valery hatte recht. Sie hatte recht. Nimm den Namen meiner Schwester nicht in den Mund. Hol sie her. Sie wird dir sagen, dass ich recht habe. Sie ist fort. Weg? Das verstehe ich nicht. Ihr Männer, findet einen Platz für die Flüchtlinge. Bringt ihnen Essen und gebt ihnen Unterkunft. Und du, was hat er dir versprochen? Ja, ich will ihm aber auch nicht zum Rücken fallen. Er hat da eh schon einen schlechten Stand, einen schweren Stand. Und das wäre schon ein bisschen scheiße. Ich bin ein Freund. Ich kenne deine Geschichte mit Arif nicht, aber ich glaube, er hat gute Absichten. Ich bitte dich. Wenn du unsere Geschichte nicht kennst, dann hör auf, Blödsinn zu reden, Außenseiter. Dieser Gauntlet ist wirklich nur dazu gut, Chaos zu stiften. Aber es ist möglich, dass wir uns gegenseitig helfen können. Ich muss mich um ein paar Angelegenheiten kümmern. Komm zu mir, dann werden wir sehen. Und schaff mir diesen Verräter aus den Augen. Das ist völlig unnötig. Na geil. Okay, Bros. Es geht nach. Wie ich schon sagte, es können immer nur 10 Leute auf einmal durchgehen. Bitte habt Geduld. Meine Tochter ist schon drin. Ich muss zu ihr. Ihr könnt euch später treffen. Wir müssen sicherstellen, dass alle gesund sind. Warum baut man Stufen ins Nix? Hast du gesehen, wie die Anführerin der Ritter Arif geschlagen hat? Was auch immer er getan hat, sie hasst ihn. War er auch ein Ritter? Vielleicht. Aber warum sollte er so etwas verheimlichen? Die Ritter sind nicht gerade überall willkommen. Vielleicht hat er sich versteckt. Lots of maybes. Euchoberg. Okay. Na gut, dann gehen wir mal hier durch, wenn ich war. Hallo. Wenn du wirklich hier bist, um zu helfen, solltest du mit der Kommandantin sprechen. Du kannst sie in der Festung finden. In der Haupthalle. Okay. Hatte ich eh vor. Aber danke. Wir sehen uns. Bye bye. Die Vorhölle, Höhle. Entschuldigung. Hi. Das. Sieht aus wie diese. Wie ein bisschen wie die Rüstung, die ich hab. Die erste sah aus wie die Wächterrüstung von den. Königstreuen. Königinnentreue. Und schätze ich mal, dass die Rüstung ein bisschen aussieht wie irgendeine Rüstung von einem dritten Volk. Partei, die man da rumläuft. Da ist der Drache. Ist der da unten irgendwo? Der Dude. Sandgräber. Das ist absolut lächerlich. Ja, ziemlich. Das, vor allen Dingen ist das. Was erwarten Sie von mir? Oh,
du bist es. Ja, tut mir leid, ich bin beschäftigt. Du schaufelst Sand? Ja, unsere Kutschen können die Brücke sonst nicht überqueren. Mit meinen Kräften würde das nur Sekunden dauern. Nein, danke. Ich will nichts mit deinen verfluchten Kräften zu tun haben. Es tut mir leid. Da will man das ist echt Spiegel unserer Gesellschaft. Da will man helfen und kriegt nur einen drauf. So, Hallöchen. Ich scheine hier nicht willkommen zu sein. Habe ich etwas falsch gemacht? Du? Nein. Aber dieser Verräter, er hat eine Schuld zu begleichen. Zugegeben, er war nicht ganz ehrlich, was seine Freunde angeht. Das klingt schon ganz nach Arif. Manche Dinge ändern sich nie. Das sind ganz schön viele Neuankömmlinge, was? Ich frage mich, wie wir sie alle ernähren sollen. Ich hoffe, dass sie etwas zu unserer kleinen Gesellschaft beitragen werden. Das ist aber schon eine schöne Location hier. Hi. Es muss ein Amboss in der Nähe sein. Der Gauntlet fühlt ihn. Mit so vielen neuen Leuten haben wir vielleicht eine Chance. Vielleicht werden wir diesen Ort bald verlassen. So, Lambus. Hallöchen. Kann er hier zum Hallo sagen? Oben was? Also. Sieh dich um. Sie haben hier nicht nur überlebt. Sie haben es sogar geschafft, ihre Armee wieder aufzubauen. Ja. Keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Ritterfestung. Okay. Das ist Feuer. Dieses Ding war früher inaktiv, kaum sichtbar im Fels. Seltsam. Erst stürzt eine weitere Brücke ein und jetzt fängt dieses Ding an zu leuchten. Der Gauntlet ist nicht stark genug, um das aus dem Sand herauszuholen. Du brauchst mehr Stücke. Oh nein. Was soll denn das? Apfelgehen, hallo. Wenn du nicht gewesen wärst, wäre ich jetzt tot. Ich weiß jetzt, dass ich auch Menschen helfen will. Also, ich muss ein Ritter werden. Gutes tun. Nein. Anderen helfen. Das ist gefährlich. Bist du dir sicher? Es ist gefährlich. Haben wir denn eine Wahl? Alles ist gefährlich. Ich habe mich dazu entschlossen. Bitte versuche nicht, mich davon abzuhalten. Wer bin ich? Hilf mir lieber, mich ihnen anzuschließen. Ich würde sehen, ob ich jemanden finden kann. Ich sage dir Bescheid, wenn dir jemand helfen kann. Ich danke dir. Ja, so bin ich. Bin einfach zu gut. Die Kommandantin wartet in der Haupthalle auf dich. Ja, das ist sehr schön für die Kommandantin. Aber ich werde erstmal in die Richtung laufen, wenn es Chaos macht. Klingt ja alles sehr gesund. Ach, da geht's wahrscheinlich raus. Ich will ja auch nichts schon vorwegnehmen, bevor mir das irgendjemand gesagt hat. Das ist dann auch so gerade der Immersion ein wenig. Vor allen Dingen, wenn man irgendwo Gast ist, geht man ja erstmal dahin, wo man erwartet wird. Pass auf, wo du hintrittst. Ey. Voll ein. Du kannst mit deinem Macker reden, aber nicht mit mir, okay? Was denn gar? Ich wünsche einen wunderschönen guten Tag. Viel ist hier aber nicht los, oder? Moin, Splinter. Hey, Gauntlet-Kraft!
Das mit dem Freilegen des Tores hast du ja schnell erledigt. Ich nehme an, dass ich den Gauntlet nicht anfassen darf. Und wenn ich bitte sage... Bitte, ich flehe dich an. Tut mir leid. Es war den Versuch wert. Aber mir ist so langweilig. Ich will irgendetwas tun. Meine kreativen Hände können nicht so lange untätig sein. Vielleicht gibt es hier etwas, das du tun kannst. Ich lasse es dich wissen, wenn ich etwas höre. Das wäre großartig. Aber ich kann nicht garantieren, dass ich so lange warten kann. Wie war sie zu machen? Manche Dinge haben nur unsere Erde. Warum dauert es so lange, unsere Schwerter zu schärfen? Sie haben ohne viele Pausen neue Ausrüstung geschmiedet. Wenn der Assistent aufhören würde zu fegen und helfen würde, ginge es vielleicht schneller. Muss aber auch sauber sein. Meine Schloss. Nee, ich will erst zum Händler des, wie heißt, zum Reisenhändler. Obwohl, ich kann auch nicht gucken, was es hier mal gibt. Kostet ja nichts. Sei gegrüßt. Was kann ich heute für dich tun? Wieso heute? Wir sehen uns zum ersten Mal. Zeig mir deine Waren. Speerrüstung. Okay. Ja, das ist das Übliche, ne? Ein Speer. Okay. Wir müssen mit deinem Anführer sprechen. Viele von uns im Lager sind hungrig. Kommandantin Taj ist beschäftigt. Das tut mir leid. Was sollen wir denn tun? Sie wird dir helfen. Das tut sie immer. Aber bitte habe Geduld. Wir müssen viel vorbereiten. Ist, als ob sie unsere Hilfe nicht wollen. Oh, sei gegrüßt. Wer will eure Hilfe nicht? Die Ritter. Wir warten nur drauf, dass sie uns helfen. Wir können etwas tun. Sein Ritter auf der Brücke. Wenn ihr Lust habt, könntet ihr dem Ritter auf der Brücke helfen. Dem Schaufelritter? Ja, er kann das wirklich nicht alleine machen. Endlich was zu tun. Ha! Sehr schön. Was seid ihr? Ach, diese hier schon. Okay. Dann gehe ich jetzt erstmal nach oben. Hol mir quasi meinen Hauptauftrag auf. Ab. Und dann gucke ich mich hier nochmal um. Die Patrouille ist nie aus der versunkenen Stadt zurückgekehrt. Stattdessen wurden Phantome gesichtet, was uns vom Schlimmsten ausgehen lässt. Sie könnten hinter den Sonnentoren sein, die wir vorher nicht öffnen konnten. Warum musste sie ausgerechnet jetzt verschwinden? Wir werden weiter nach ihr suchen, Kommandantin. Aber du kannst uns nicht weiter in dieses Höllenloch schicken. Da bist du ja. Hi. Ich bin die Kommandantin der aufrechten Ritter von Bastengar. Oder was von ihnen übrig ist. Der Tumult von vorhin tut mir leid. Der Mann, mit dem du angekommen bist, ist ein Verräter. Und die Tatsache, dass er dich mitgebracht hat, mit diesem Ding, sagen wir, es wirft Fragen auf. Ich bin hergekommen, um Antworten über den Gauntlet zu erhalten. Arif hatte wenig damit zu tun. Die einzige Person, die etwas über dieses verfluchte Ding wusste, ist verschwunden. Du hast also kein Glück. Verschwunden? Ist es diese Valerie, die du erwähnt hast? Ich weiß nicht, warum wir dieses Gespräch führen. Du stellst ein Risiko dar. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis etwas passiert. Vielleicht kann ich dir helfen, sie zu finden. Dann kannst du sehen, dass man mir vertrauen kann. Mag sein. Valerie, meine Schwester, hat auch geglaubt, dass sie den Gauntlet benutzen kann. Aber am Ende hat uns das alles gekostet. Unsere Ehre.
unser Zuhause. Zahllose Leben. Aber trotz alledem blieb sie besessen von diesem Ding. Lass mich sie finden. Ich kann beweisen, dass der Gauntlet dieses Mal auf unserer Seite ist. Sie war sicher, dass sie in der versunkenen Stadt Antworten finden würde. Aber seit geraumer Zeit hat sie niemand mehr gesehen. Nun gut. Ich werde meinen Rittern sagen, dass sie euch zur versunkenen Stadt durchlassen sollen. Valerie hatte dort ihr Arbeitszimmer. Die versunkene Stadt? Du wirst schon sehen, wenn du dort ankommst. Du hast hohe Erwartungen geweckt. Ich kann nur hoffen, dass du sie erfüllst. Okay. Was hast du mit Arif gemacht? Dieser Verräter ist in einer Zelle. Wenn du den Raum verlässt, die Treppe hoch und dann links. Aber mach keinen Unsinn. Dadurch würdest du kaum unser Vertrauen gewinnen. Wenn du dir mein Vertrauen verdient hast, werde ich es in Erwägung ziehen, diesen Schurken zu befreien. Wie kann ich in die versunkene Stadt gelangen? Der Eingang befindet sich unter der Brücke, die aus der Festung herausführt. Nimm die linke Abzweigung und sei vorsichtig. Okay. Ich werde zurückkehren, wenn ich Valerie gefunden habe. Also vielleicht nie. Haben wir die Kutschen für den Weg über die Berge gestärkt? Ich habe dafür gesorgt, dass sie überprüft wurden. Unser Bataillon ist bereit, mit der Kommandantin aufzubrechen, wann immer sie es uns sagt. Ich habe heute Morgen einen Befehl gegeben. Eine routinemäßige Neuzuweisung der Patrouille. Aber einer der Ritter sah mich an, als hätte ich gerade seine Mutter beleidigt. Sie haben Arif nie so angesehen. Wenn er einen Befehl gab, tat er das mit einem Lächeln und einem Witz auf den Lippen, wofür ihn die Leute liebten. Sie vertrauten ihm. Ich bin nicht so. Mir fehlt diese Fähigkeit. Auch Zwischenmenschlichkeit und Scharfsinn. Ich mag jedermanns Respekt haben, aber lieben tut mich keiner. Dabei ist das doch unsere größte Stärke. Vertrauen ist ein Bollwerk gegen die Angst. Sie tun zwar, was ich sage, aber oft nicht aus Überzeugung. Ich muss mich mehr anstrengen. Einfühlungsvermögen zeigen. Lächeln. Für sie und für mich selbst. Okay. Könnte ich kurz mit dir sprechen? Na klar. Ich grüße dich. Du trägst den Gauntlet. Ich... ja. Mein Sohn glaubte an die Macht des Artefakts. Er folgte der Schwester der Kommandantin Valerie in die Schlacht. Na super. Er starb für sie. Das tut mir leid. Mein Mann ist schon vor ihm gestorben. Der Name McGavick wird mit mir sterben. Wie meine Erinnerung an sie. Wenn ich irgendetwas tun kann... Bitte, leg diese Blumen auf sein Grab. Mein Sohn würde sich freuen, wenn er wüsste, dass der Träger des Gauntlet ihn ehrt. Viele hier verachten mich. Er ist dein Sohn. Du solltest ihn ehren. Wir alle müssen Vergebung lernen. Du kannst uns auf diesem Weg helfen. Ich werde ihm später meine Aufwartung machen. Ich flehe dich an. Nimm die Blumen. Leg sie auf seine Ruhestätte. Wo kann ich den Friedhof finden? Wenn du diesen Raum verlässt, findest du die Treppe zum Friedhof in der rechten Ecke vor dir. Wie kann ich das Grab deines Sohnes finden? Halte einfach nach seinem Nachnamen auf den Grabsteinen Ausschau. Er war der Letzte des Namens McGavick. Ich werde wiederkommen. Warte nicht zu lange. Das war ein bisschen zynisch. Was machst du denn da? Ist das Arkes? Ich bin beeindruckt. Es ist ein uraltes Spiel, das heutzutage nicht mehr viele spielen. Manche sagen, es sei das älteste Spiel der Welt. Telos auf der einen Seite, ein geheimnisvolles Böses auf der anderen. Weiß gegen Schwarz. Ich bin überrascht, dass die Ritter ein Spiel spielen, das Telos gut darstellt.
Ha, stimmt. Wir drehen ein Messer, um zu entscheiden, wer welche Seite spielt. Der Verlierer spielt Telos. Natürlich. Was ist dieses Böse, das du erwähnt hast? Keiner weiß es. Höchstwahrscheinlich ist es eine Fabel, ein Stück Propaganda, das von der Kirche erfunden wurde. Ich glaube, unser Ritter hat recht. Zweifellos ist die Geschichte nur ein Mittel, um die Legende von Telos, dem wohlwollenden Gotteswesen, zu festigen. Wenn du uns jetzt entschuldigen würdest, Telos ist gerade dabei, diese Schlacht hier zu gewinnen. Komm, Bruder. Du weißt, wie das Schicksal ist. So unbeständig wie der Sand und so unberechenbar wie der Wind. Okay. Diese Gemälde. Die Ritter. In ihrer Blütezeit. Sieht schon toll aus. Sie hatten keine Chance gegen die Königin und den Wächter. Die Königin zeigte kein Erbarmen mit denen, die sich dem Worte Telos widersetzten. Es gelang ihr jedoch nicht, sie vollständig zu vernichten. Es gab Überlebende. Und sieh mal, sie haben sich in die Berge zurückgezogen, in den Untergrund, und sind bis hierher gelangt. Die Bilder hier wurden von den Überlebenden gemalt. Aber warum? Hatten sie nicht etwas Besseres zu tun? Ich glaube, sie haben es für die Nachwelt getan. Wären sie zuvor gestorben, würde sich niemand an ihre Geschichte erinnern. Ja, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir zum oh, mir immer fällt der Name mir nicht ein, vom Amboss. Amboss. Ich finde den zurzeit wieder nicht, weil ich wieder völlig orientierungslos bin. Ja, gut. Ich suche den gleich. Okay. Ich würde dann achten, Dieb. Da war ich noch nicht von aus der Richtung. Gut, egal. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir Schluss in diesem Video. Ihr merkt, ich bin ein bisschen verwirrt. Ich weiß auch nicht, ich bin später als sonst. War ein komischer Tag heute. Aber gut, wir sind in Bastengar angekommen. Ist das nicht schön? Kriegen hier neue Aufträge. Ich hoffe, ich bin gespannt auf das neue Gebiet, was uns dann erwartet. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte den Daumen nach oben da. Ein Abo wäre nice. Teilt das Video, wenn ihr möchtet. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin. Alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher. Bye, bye. Euer Tobi.